zwei Stunden sind wir. Mach dich doch mal woanders hin mit deinem Zeug! Fabian stellte sich an die Bordschwelle und sah den Autos zu. Ein Wagen hielt, eine alte Dame schob sich vom Sitz und wollte aussteigen. Er half der Dame vom Trittbrett. Er hatte unfreiwillig einen Groschen verdient. Taxi! Er steckte die Münze ein, trat trotzig an den Straßenrand und öffnete einen zweiten Wagen. Hallo? Warte mal! Rutsch mal durch. Da, sagte jemand anderer und gab ihm wieder einen Groschen. Wenn jetzt Labude vorbeikäme und den literarisch-historisch ausgebildeten Türöffner sehe. Die SPD, die schamloseste Partei Deutschlands, verantwortlich für Not, Hunger, fette Bonzen und magere Arbeiter. So, hier. Fabian dachte, das wächst sich zum Beruf aus und hatte eine Viertelstunde später 65 Pfennige verdient. Das wächst sich doch langsam zum Beruf aus. Mit der Gabe gefällig? Danke. Gut, na dann, Ich habe dich beobachtet, mein Junge. Du, ich geh da nur schnell rein. Wieso denn? Ist da so dreckig? Hilf mir die Pakete nach Hause tragen, das Trinkgeld hast du schon.